Hallo liebe Retro-Fans, ich bin mal wieder on Tour und zwar bin ich heute im schönen Euskirchen auf der Classic Video Games Convention und bei mir ist jetzt der Marco Kautz, einer der Veranstalter. Hallo. Hi. Sehr schön hier zu sein heute. Danke, dass ihr da seid. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Classic Video Games hat ja unglaublich viele Bereiche, was ihr macht. Erzähl doch mal vielleicht für jemanden, der euch noch gar nicht kennt, was ist denn Classic Video Games überhaupt und seit wann macht ihr das? Classic Video Games ist eine Webseite im Ursprung von 2003, die am Anfang aber noch nicht Classic Video Games hieß, sondern erst 2007 so umbenannt wurde. Von mir entworfen und einfach die meine Erinnerungen an meine Kindheit einfach aufbewahren sollte. Und da sind Texte in Romanform verfasst, die einfach Momente mit meinem Vater schildern, einfach wo ich einfach mit ihm gespielt habe oder wo ich mich einfach an bestimmte Dinge erinnere, zum Beispiel wie auf dem C64 das Turrican startet und dann diese Musik da läuft und das total cool fand und diese Stimme total komisch und gruselig fand, die dann da kam, die das eingeleitet hat. Ja. Und das sind so Stories, die sich da in dieser Webseite halt festhalten wollte, einfach für mich selber irgendwo. Ja. Und dann baute sich das Ganze so ein bisschen aus. Ich wollte interaktive Inhalte, ich wollte einen Chat, ich wollte ein Forum, ich wollte Livestreaming kam erst später, so ab 2009, dann mit Webradio und Forum wurde nichts draus. Chat ist so ein bisschen geblieben, damals IRC-Chats. Heute machen wir das irgendwie über Discord. Genau, und bin dann, wie gesagt, von Webradio, habe dann Sendungen kreiert mit dem Thema, einfach zu sagen, ich will auch darüber mit anderen sprechen, über dieses Thema, wie ich damit groß geworden bin. Andere haben das genauso erlebt, das ist irgendwie interessant, dann die Leute zusammenzukriegen und zu sagen, wie war das bei euch? Ja. Und so hat sich das dann irgendwie entwickelt. Und dann durch diese Livestreams und dann kam eine Community und dann hat mich jemand kennengelernt, der mich auch zur Gamescom dann eingeladen hat und einfach gefragt hat, wollt ihr vielleicht einen Stand auf der Gamescom haben? Dann haben wir da eine Präsentation gehabt, haben unsere Geräte dort ausgestellt und so entwickelte sich das immer weiter. Die Videostreams auf Twitch wurden immer mehr und Und ein Webradio habt ihr, glaube ich, auch, ne? Ein eigenes. Genau. Also seit 2013 auch ein eigenes Webradio, Classic Video Games Radio, wo den ganzen Tag bunt gemischtes Programm läuft, von C64 bis Amiga, Mega Drive, Super Nintendo, NES. Habt ihr auch eigenen Content im Radio, also dass ihr irgendwelche Berichte oder sowas selbst macht oder läuft da nur in Anführungszeichen Musik, sag ich jetzt mal? Nee, also jetzt der Server spielt wirklich Musik ab. Ja. Ich kann mich live einschalten, also dazuschalten und dann eben eine Sendung fahren. Mhm. Das könnte ich machen. Habe ich übers Radio aber schon lange nicht mehr gemacht. Mhm. Es hat sich eher auf den Twitch-Livestream mit Videobild eben sozusagen etabliert. Ja. Okay. Also auf jeden Fall sehr umfangreich, was ihr alles macht unter dem Bereich Classic Video Games. Ja, und seit 2011 auch die Convention. Ja. Genau, das kam dann auch noch dazu, weil ich habe immer festgestellt, während wir den Stream so gemacht haben, dass die Leute den Wunsch äußerten, ach, das wäre doch mal cool, wenn man sich zusammensetzt und einfach zusammen was spielt oder so. Ja. Und dann haben wir überlegt damals und dann hatten wir in Rheinbach, das ist 10 Kilometer von hier, unser erstes Treffen, da hieß das noch User-Treffen, Classic Video Games Live User-Treffen. Und da waren wir dann da mit 10 Leuten, 12 Leuten um den Dreh. Also klein angefangen. Einfach noch recht klein. Ja. Es ist tatsächlich, hat es sich in den Jahren gut entwickelt. Es wurde auch mal wieder weniger, war mal mehr. Ist immer blöd, wenn man einen Ortswechsel hat. Ja. Tut so einer Veranstaltung immer sehr schlecht, habe ich den Eindruck. Und aber wir sind jetzt seit 2014 hier und das bleibt sie auch, solange es gibt. Ja, das ist doch super. Das heißt, wie viel habt ihr ungefähr im Schnitt heute so? Wie viele Gäste? Also gemeldet waren 41. Okay. Und ich glaube, da kommen wir hin. Sehr schön. Du hast vorhin schon mal gesagt, das ist so ein stetiger Wechsel hier. Einen kommen früh, gehen ein bisschen früher wieder. Richtig. Die anderen kommen dafür später, bleiben aber bis Mitternacht oder sowas. Ja, genau. So cool. Genau, also ansonsten einfach wirklich eine tolle Convention, wo man einfach hierher kommt.
sich anmeldet und einfach was mitbringt, was einem selbst Spaß macht oder wo man denkt, vielleicht die Community könnte daran Spaß haben. Ja. Vielleicht mal irgendeine Nischenkonsole auch oder irgendwas, was ein bisschen seltener ist oder einfach um das richtig. Das machen Leuten viele zeigen, gerne, ne? Deswegen schreibe ich auf der Webseite auch immer drauf, was die Leute mitbringen. Ja. Deswegen sage ich das immer bei der Anmeldung, bitte schreibt dabei, was ihr mitbringt, damit die anderen sehen können, was ihr mitbringt, weil manche gehen wirklich tatsächlich genau dahin, wo du gerade sagst, okay, wir haben jetzt schon 3 Amigas da, da bringe ich, lasse ich mein Zuhause. Genau. Ja. Dann nehme ich jetzt lieber etwas mit, was wir vielleicht noch nie da hatten oder selten da waren. Gerade die Stammleute, die hier hinkommen, wissen das so ein bisschen. Ne? Und der Inti-Mike dort hinten, der wollte eigentlich einen Atari XEGS mitbringen heute. Hat er dann aber doch nicht machen können, weil das Bildkabel defekt war. Okay. Beim Ausprobieren ist ihm das dann aufgefallen, dass er gar nicht funktioniert, dass er kein Bild kriegt. Ansonsten wäre es eine schöne Sache gewesen, weil ich ihn noch nicht hier hatte. Ja, auf jeden Fall. So, und deswegen war das für ihn dann so eine Sache, okay, kann ich jetzt, hätte ich gerne mitgebracht, kann ich aber jetzt leider nicht, hat er was anderes mitgebracht. Ja. Den SX64 dann heute. Ja. Hatte ich natürlich auch schon hier, aber sehe ich immer wieder gerne. Ja, ja. Ihr habt auch einen ganz kleinen Verkaufstisch hier, das ist aber deutlich nicht der Fokus hier. Ne? Also wirklich, wer mal irgendwie einen Teil hat oder sowas, was er verkaufen möchte, der kann das hier ausstellen. Vielleicht findet sich einer der Anwesenden, der Lust darauf hat. Richtig. Aber ansonsten ist das nicht der Fokus hier heute. Richtig, genau. Ich möchte das nicht. Also ich will da der Retro-Börse oder weiß ich wem, Retro-Gamescon oder keine Ahnung wem, da irgendwo Konkurrenz machen. Darum geht es eigentlich gar nicht. Es ist ja auch für mich ja auch tatsächlich ein Hobby. Ich mache das ja privat. Ja. Ja? Wir sind kein Verein oder so. Und deswegen will ich da gar nicht den Fokus auf Verkauf legen. Es soll halt nicht gewerblich sein. Mhm. Klar, wenn ich das machen würde, ich wüsste genau, wer kommt. Es gibt da einige, die ich kenne, die würden dann hier aufstellen und verkaufen wollen. Ja. Nee. Das soll wirklich nur einfach ein Treffen sein mit alter Hardware, Bier, Kuchen, Chips. Kaffee. Ganz wichtig, ja. Genau. Hat sich seit der ersten Con irgendwas geändert, groß von organisatorischen Ablauf für euch? Habt ihr da irgendwelche Lernprozesse, wo irgendwas vielleicht nicht funktioniert hat, so wie ihr euch das gedacht habt? Oder ist die Con, wie sie heute stattfindet, im Prinzip so seit der ersten Stunde? Also wir haben, ja, tatsächlich haben wir Verschiedenes ausprobiert, zum Beispiel wann sie stattfindet. Ja. Wir sind jetzt im März, März, April. Wir haben uns so auf März, April eingeschossen. Es kommt darauf an, wie Ostern fällt, wie Karneval Ostern fällt und so. Da haben wir uns so ein bisschen, wollten wir uns so dazwischen so ein bisschen einordnen. Mhm. Und das war eigentlich die beste Zeit. Mhm. Ganz früh im Jahr, es war irgendwie blöd, Januar, Februar, noch vor Karneval, da kommen weniger Leute. Winter ist nicht so cool irgendwie, hatte ich mal den Eindruck. Und Sommer ist, geht auch nicht. Ja. Dann sind die Leute, die Leute lieber draußen. Ja, ja. Ne, dann ist man lieber draußen. Hier ist dann die Schweinehitze. Will man dann auch nicht. Ja. Also haben wir uns für den Herbst oder Spätsommer entschieden. Sprich Oktober meistens. Und halt März, April. Mhm. Und da hatten wir auch verschiedene Termine schon gehabt, wo wir dann gesagt haben, November, nee, kommt auch weniger Leute, machen wir nicht, also dann lieber Oktober. Okay. Die Art, wie wir die Tische aufstellen, da haben wir auch Verschiedenes schon ausprobiert. Also das sind aber so Kleinigkeiten. Ja, ja, ja. Ja. Na gut, aber immerhin, das ist ein Lernprozess, den man dann so durchmacht. Ja, ne? Genau. Oder wie wir das mit dem Buffet machen. Und viele haben früher auch selber gebacken und so. Jetzt hatte ich nicht viel Zeit, jetzt haben wir mehr aus der Tiefkühltruhe den Kuchen genommen. Ist aber auch lecker. Sehr gut. Kommen oft dieselben Aussteller, sage ich jetzt mal, hierher oder dieselben Gäste? Oder habt ihr auch immer so einen stetigen Fluss drin, dass immer wieder neue Gesichter da sind? So wie wir heute zum Beispiel. Ja, es gibt immer mal wieder neue. Mhm. Ich merke aber, es ist doch tatsächlich so ein Stamm dabei, der immer wieder kommt. Okay. Also der Stammtisch der Classic Convention sozusagen. So ungefähr, ja. Ich habe sogar jemanden aus Frankfurt hier, der also mit dem Zug auch tatsächlich hier anreist. Mit seinem C64 und mit seinem mobilen TV-Gerät. Und den benutzt er sogar mit Batterie angeschlossen. Der C64 wird mit Batterie gespeist. Und dann kann er dann im Zug seinen C64 benutzen. Sehr gut. Hat er Fotos von immer, das ist immer fantastisch. Der steht auch morgens schon vor 11 Uhr hier. Ja. Weil dann Zugverbindung dann eben schon, das passt dann. Ja. Ja. Habt ihr während der Anfangs-Corona-Zeit die Convention irgendwie online stattfinden lassen oder ist das dann tatsächlich erstmal flach gefallen? Also das war, Corona war tatsächlich eine
interessante Geschichte. Ich habe erst nicht gedacht, was machst du jetzt? Weil wir hatten, 2020 war das, genau, 2020, im März sollte sie stattfinden und eine Woche bevor die Kanzlerin im Fernsehen saß, stand und gesagt hat, was los ist, hatten wir eigentlich unsere Convention. Das heißt, ich habe die Convention, als sie dann sagte, macht besser gar nichts, so nach dem Motto, habe ich alles komplett abgesagt. Eine Woche vorher. Ich denke so, es ist mir echt schwer gefallen, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Es hörte sich so komisch an alles. Das ist zwar irgendwie so wirklich eine krasse Geschichte. Und ich denke, ich will ja auch keinen Fehler machen und keinen gefährden und so weiter. Und schließlich läuft es auch privat und nachher kriegst du dann noch Ärger und nee, keine Lust drauf. Ja. Und deswegen alles kurzfristig abgesagt. Und dann habe ich dann kurzfristig dann auch mir einen Livestream überlegt. Dann 2020 im März, an dem Tag, wo es hätte stattfinden sollen, hier stattfinden sollen, habe ich dann zu Hause bei mir am Rechner gesessen und eine Convention-Ersatzsendung gemacht. Okay. Aber immerhin. Aber was gemacht ist, hatte auch tatsächlich knapp 20 Zuschauer dann dabei, die dann einfach zugeguckt haben, was ich da gerade erzähle, mache, tue. Und das hat an sich ganz gut funktioniert. Aber ich habe dann, das war das einzige Mal, wo ich das gemacht habe. Und weil ich einfach gesagt habe, das ist, nee, ich hatte da keine Lust drauf. Ja. Entweder machst du das, denke ich, oder nicht. Ja. Aber jetzt da so digital einfach jetzt da was aus dem Hut zaubern, das ist nicht, nee. Das ist halt auch nicht der gleiche Flair, ne? Wie hier vor Ort mit den Leuten zu reden und einfach hier vor Ort Spaß zu haben. Zweimal im Jahr hast du gesagt, macht ihr sie. Das heißt, wenn jetzt jemand vielleicht Lust hat, dieses Jahr nochmal vorbeizukommen, wann findet die nächste Classic Video Games Konferenz? Die nächste ist 8. Oktober. 8. Oktober. Ist ja auch wieder hier in der Lokalität in Euskirchen. Alles klar. Und wenn man das gar nichts mehr verpassen möchte von euch, wo abonniert man euch denn am besten oder wo folgt man euch denn am besten auf euren vielen Kanälen? Also grundsätzlich ist Facebook eine gute Sache. Wir haben da eine Facebook-Gruppe, Classic Video Games heißt die. Und dann habe ich einen Twitter-Kanal. Das ist ein Blöd, kann ich schlecht erkennen. C-Videogames. Steht alles in der Videobeschreibung unten, wenn ihr den Bericht seht. Twitter, was habe ich noch? Twitch, Classic-Videogames-Live. Genau. Aber man kann grundsätzlich, ist glaube ich, Hauptanlaufstelle ist meine Webseite unter www.classic-videogames.de. Alles klar, Marco, dann vielen Dank für das Gespräch. Und ihr kriegt jetzt noch ein paar Impressionen hier von der Con und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao. Danke, ciao.